Er kommt da runter. Das ist doch lächerlich. Ja, wie ein kleines Äffchen hält er sich nur noch mit einer Hand fest am Balken, löst die anderen beiden und steht dann plötzlich vor euch. Oh, weint schwarz. Ihr seid euch nicht sicher, ob das Schwarz von Fex oder von der schwarzen Mutter kommt. Sieht man aus wie ein wallender Schatten. Keine richtigen Konturen, als ob sie verlaufen und verwischen würden. Wenn ihr euch gezeigt habt, nehme ich an, ihr wollt reden. Ihr wollt nach oben, oder? So sieht es aus. Auf den Berg? Ich kenne einen Pfad. Verschlungen. Aber es ist möglich. Und ich bin mir sicher, diese Information teilt ihr uns nicht aus der Güte eures Herzens mit, sondern ihr wollt etwas. Einfach nur so. Weil ihr lustig seid. Das ist gut. Und Poltax, wenn es Ihnen um Lustigkeit geht, du hast doch bestimmt noch ein paar Zwergenwitze auf Lager. Oh ja, ich habe da einen fantastischen von dem Zwerg, der nicht genug Bier trinken konnte. Und also, es geht so los. Also in Xolosh, da gab es drei Zwerge. Barox, Charox und Darox. Und Barox und Charox, die konnten ganz viel Bier trinken, aber... Nein, Moment. Ach, jetzt habe ich die Pointe versaut. Vielleicht einmal. Lasst mich euch einen Zwergenwitz erzählen. Wie kriegt man 20 Zwerge in eine Kutsche? Und wirft einen Heller hinten hinein. Ich gucke grinsend in die Runde, als hätte ich gerade den allergrößten Brüller gebracht. Ich grabe mein Gesicht in den Händen. Besonders gut. Ja, nun gut, vergessen wir das. Erzählt uns doch von diesem Weg. Ein Riss. Ein Riss im Molchenberg. Er wird mittlerweile als Müllablageplatz unter anderem auch für Leicht benutzt, aber es gibt einen Weg nach oben. Und wo genau ist dieser Spalt, dieser Riss? Ein Spalt an der Nordwand. Kann euch hinführen. 3 Schritt tief. Ein natürlicher Riss. Durch Gänge und Höhlen. Was erwartet uns in diesem Riss? Innerhalb dieses Risses? Der Kalmoruk. Der was? Der Kalmoruk. Was ist das? Ein Dämon? Aber er führt nach oben. Also mir sagt dieser Name gar nichts. Dir? Der Aufstieg dauert eine halbe Stunde. Aus welcher Domäne stammt dieser Kaimorut? Die Schultern... Es sieht so aus, als ob er mit den Schultern zuckt. Also, wir müssen durch den Berg durch. An diesem Kaimorut vorbei. Und dann hinauf. Lang. Ich bin prinzipiell immer dafür, dass wir unter der Erde gehen, das wisst ihr. Aber in diesem Berg gibt es mehr, als man mit unserer Schulweisheit zu begreifen vermag. Das wird wirklich gefährlich. Ich möchte das nur ansprechen und ich bin ein klein wenig nervös. Nun, wir können wohl kaum außen am Berg hinaufklettern und wir können auch wohl kaum am Tore anklopfen und um Einlass bitten. Also sehe ich nicht, wie uns etwas anderes übrig bleibt. Könnt wohl erkennen, wie Tislan Rasket die Hand hat mittlerweile auf zu verschwimmen und er hat da wohl eine Skeletthand. Nun, ich frage noch einmal, wollt ihr etwas als Gegenleistung? Ein Geheimnis vielleicht? Er legt dir die Skeletthand auf die Schulter. Nein, einmal nur so. Ich bin doch hier, um diese Stadt zu infiltrieren. Und, wie läuft das so? Jalan, du merkst wohl, dass er mit der Skeletthand jetzt, die hat die wohl abgelegt, lässt sie dann einfach auf deiner Hand liegen und holt dann unter seinem Umhang seine normale, richtige Hand hervor. War wohl nur sowas wie eine Prothese, keine richtige Prothese, weil er sie nicht braucht, aber hat sich da wohl im zynischen Spaß gemacht und sich da als Paktierer ausgegeben. Ich möchte, er ist noch so auf Arm, nach einer Armlänge zu mir, ja? Ich möchte eine seiner Hände greifen und fest zudrücken. Mit meiner Goldhand. Gibt der Anzeichen von sich, dass ihm das wehtut? Oder wenn ich ihn dann loslasse, ich nur so, ich drücke einmal kräftig und lasse ihn dann wieder los. Wenn ich seine Hand betrachte, sieht es aus, als hätte er eine Verbrennung erlitten?
Nee, es sieht nicht danach, also du siehst sein Gesicht, seine Züge nicht, zumindest lacht er gerade nicht. Ein schattenhaftes, verschwommenes Gesicht. Dort brennen wird sie wohl nicht. Oder deine Hand wird auch nicht glühen oder so. Verdammt sein, ihr seid kein Bakterium. Na, ja, die schwarze Mutter bewahre. Ist doch also. Nun, ihr scheint nicht mehr bei klarem Verstand zu sein. Der Wahnsinn holt uns alle. Wie ihr hier überhaupt reingekommen seid? Durch die Schatten wandeln. Ach so. Ich werfe Abel mir mal einen Blick zu. Er kommt so ein bisschen getänzelt auf dich zu. Erinnert dich so ein bisschen ekelhaft an Torx, das möchtest du meinen. Und jetzt schwenkt er direkt vor deiner Nase mit so einem Fex-Amulett. Ich schaue ganz unschuldig. Ich könnte mich kein Wasserwässerchen drüben. Jetzt piekt er einmal in dieser Runde mit dem Fex-Amulett in die Nase. Ey, lasst ihr das wohl? Ich wollte euch nur helfen, das ist meine Aufgabe. Die schwarze Mutter bewahre, dass ich euch in einen Hinterhalt locke. Ey, ihr müsst einfach nur durch den Müll. Ja, wunderbar, vielen Dank. Wissen wir zu schätzen. Ich werfe einen hilfesuchenden Blick zu den anderen. Nun, Tislan, das ist tatsächlich eine sehr wertvolle Information. Wenn die ganze Sache beendet ist, wollt ihr mit uns gehen? Nein. Muss meine Identität hier wahren. Oder ich gehe auch durch die Wanderschaft. Eine Wanderschaft durch die schwarzen Lande. Es gibt Leute, die euch helfen können. Die Boronkirche? Nein, Teile davon. Die haben mich hierher geschickt. Und die können euch helfen. Jeder Fuchs muss auch einmal zurück in seinen Bau, um sich zu erholen. Langweilig. Asaro nickt wohl gerade so ein bisschen grüblerisch mit dem Kopf. Das können wir vielleicht nutzen. Gerade wenn wir einen Aufstand planen, lassen wir uns nicht im Praios-Tempel einschließen, sondern wir könnten... Gerade wenn wir einen weiteren Ausbruch an den Serpentinen wagen, währenddessen durch die Nordwand gehen. Wenn wir die Männer sich nicht in den Praios-Tempel zurückziehen lassen, werden sie alle sterben. Wollt ihr sie denn dorthin begleiten? Nein, das ist nicht der Weg. Drei Tage einschließen lassen, bis hier losgeht. Sie ziehen sich in eine Richtung zurück, wie in eine andere. Und tatsächlich, wenn Sie den größten Teil der Aufmerksamkeit der Drachen gerade auf sich ziehen, können wir in Ruhe zur Nordwand vordringen und von dort aus hinein. Habt ihr Erfahrung mit Straßenkämpfen? Ein wenig. Durchaus. Es wird blutig. Vielleicht sollten wir uns an einer geeigneten Stelle andersfarbige Umhänge bereitlegen. Ich glaube, das hilft dann auch nicht mehr viel. Nun ja, also wenn sie nach bestimmten Personen suchen und aber wir schnell genug sind. Überlegt einmal, ich bin bei euch. Das bedeutet, wir sind nicht schnell genug und das bedeutet, ich als Zwerg werde immer auffallen. Hihihi, du bist dick. Dann nimmt euch Rafim eben Huckepack. Ja. Weil ich als 2,50 Meter Mann äußerlich sehr unauffällig bin. Ja, mit einem Buckel. Aber... Wo ist denn euer Problem? Die Söldner ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Es weiß ja das keiner, dass wir die umbringen. Außerdem wird in der Zwischenzeit unglücklicherweise ein Feuer im Distrikt ausbrechen. Und das wird sicherlich auch nochmal für Ablenkung sorgen. Richtig. Gut, wenn ihr meint. Und wir machen uns dann auf schnellsten Weg zu dieser Spalte. Auch wenn mir immer noch nicht wohl ist dabei. Denkt immer dran, für die Würmer sind alle gleich. Das habe ich schon einmal gehört. Das sagen die alle Bulltags. Ja, ich weiß. Soll ich euch einen Witz erzählen? Ja, aber nicht so einen wie Jalan. Rassasur ist der Verweser von Wahrung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah.
Ja, ich gehe mir jetzt mal die Haare waschen, wenn ihr mich entschuldigen würdet. Und ich werde wohl noch ein wenig mit der Sabo sprechen und dann versuchen, ein wenig Schlaf zu bekommen. Ich hefte gerne Botox. Danke. Nun, Rast. Würde jetzt schlafen und danach mit Koriander den Plan durchgehen. Gute Nacht. Ich würde Raske zur Tür begleiten. Ich brauche keine Tür. Nein, aber es ist höflich, die Tür zu benutzen. Er gibt dir wieder seine richtige Hand. Möge die schwarze Mutter euch in euren Träumen begleiten. Und verbeugt sich vor dir. Möge wer auch immer euer Gott ist, euch gnädig sein, wenn es eines Tages soweit kommt. Er holt sehr schnell wieder sein Fex-Amulett hervor und piekt dir damit auch wieder in die Nase. Und dann geht er raus. Aber mir noch bevor du die Tür geschlossen hast, kannst du sehen, wie er wohl wieder in den Schatten verschwindet. Ich neige das auf. Guter Trick. Er hat nicht blockiert. Oder wenn doch, verwirkt er es zumindest sehr gut. Ist wohl ein wenig, nun ja, irre. Um von Wahnsinn geschlagen werden zu seinen Brustmann nicht blockieren. Das macht ihn umso gefährlicher. Das ist wahr, aber es bedeutet, dass wir ihn vielleicht irgendwie retten können. Oder wir sehen ihn nie wieder. Das sind die beiden Möglichkeiten, die ich gerade sehe. Wir sollten ihn erstmal vergessen. Lieber etwas schlafen. Es wird anstrengend. Ja. Wir sollten das Beste sein. Die Zeit vergeht. 6 Stunden später könnt ihr wieder herantreten in die Suite und eure Pläne dann ausbreiten. Untereinander, miteinander. Rafim kann in Richtung Kunkeras Höhle gehen und dort auf Koriana treffen. Was wollen die anderen dabei tun? Hatten wir einige Söldner bei uns? Stehen draußen vor der Tür. Bernhelm Eichhuber. Müsstest du heranblicken. Ja. Bernhelm. Ah. Ihr habt schon gehört, dass es bald losgeht? Hi. Ich habe eine etwas speziellere Aufgabe für euch, wenn ihr euch ein paar Goldstücke dazu verdienen wollt. Er schiebt gerade die Zigarre aus dem einen Mundwinkel in den anderen. Warum soll's gehen? Seht ihr den Karren da? Wenn ihr euch auch ein Fass Brandöl nehmt, damit zu einem Kerzenzieher fahrt. Ihr wisst schon, in der Kerzenziehergasse hinten. Der Bienenkönig. Und den so richtig verärgern? Ihr wisst schon, dass Bienen stechen, wenn man sie... Deswegen solltet ihr das Fass anzünden, in die Grube treten und dann Reißaus nehmen. Ich wollte nicht, dass ihr euch stechen lasst. 20 Dukaten. Abgemacht. Er nickt. Streicht sich einmal über seinen Backenbart. Und geht dann in Richtung des Karren. Dann wende ich mich an meine Kameraden. Die Herrschaften? Nun, geht's los? Danke vor jedem, passt. Verzeiht. Ihr packt alles ein, was ihr mitnehmen wollt, denn alles andere können wir vermutlich vergessen. Natürlich. Wollten wir nicht in der Dunkelheit angreifen? Stopp, nochmal OT-Frage. Wir hatten den Tag über geruht und jetzt ist es Abend, ja? Also es ist jetzt so 13, 14 Uhr. Ein paar Stunden habt ihr noch. Aber Sachen packen ist sicherlich schon, ja, kann man schon mal in Betracht ziehen. Ja gut, klar, das können wir machen. Wollen wir uns noch umhören? Nach den anderen dreien? Können Koreaner fragen, wenn wir am Tempel ankommen. Ich würde gern die Zeit nutzen, die Notizen, die wir gefunden haben, im Turm einer ersten Prüfung zu unterziehen. Oh ja, gute Idee. Dann helfe ich dir dabei. Gut, so könnt ihr die Notizen von Rakulus dem Schwarzen untersuchen, einige Zauberthesen und Matrizen finden, die dort gildenmagisch aufgeschrieben worden sind. Auch das eine oder andere über Robert Xamon und den Erlöser. Währenddessen kommt Rafim bei Koriana an.
Die hat sich gerade auf ein großes Fass gesetzt. Neben ihr liegen sicherlich 20 Leichen, die wohl nach und nach dann irgendwann erhoben werden von einigen Nekromanten. Nick dir dann zu, wenn du über die Gassen dann zu ihr kommst. Auf ihm. Wunderschöner Anblick. Die Leichen? Die faulen und stinken. Oder meinst du mich? Das darfst du dir jetzt aussuchen. Aber habt ihr euch alles angeschaut? Die ersten 5 Goblins haben wir schon tot gemacht. Wunderbar. Liefen und wuselten hier umher. Wir sind der Meinung, dass wir zumindest keinen aufgescheucht haben. Ging schnell, sie haben nicht mehr mitbekommen, was passiert ist. Und die Orks haben auch keinen Alarm gemacht. Seid ihr mit euren Lieferungen zufrieden? Wir haben überlegt, ob wir den Innenhof anzünden, aber die Fälle da drin sind so gegerbt, dass das vor allem oberflächlich brennt. Leder. Ja. Schon eigentlich feuerfest. Nutzt sie als letzte Maßnahme, wenn sie drohen durchzubrechen. Wollen wir mal sehen, wie stark sie noch sind, wenn sie brennen. Drachengarde. Ja. Menschen schmelzen. Auch Drachengardisten. Die Orks werden nicht das Problem. Kümmert ihr euch dann um die Trolle? Ja. Die werden wir uns kümmern. Ich hoffe, dass ihr die benötigte Zeit durchhalten werdet. Wir machen euch die Orks weg. Wenn auch drinnen da irgendjemand sitzt, könnt ihr für nichts garantieren. Dann muss erst der Troll weg. Weiß nicht, was er sonst noch macht, aber wie gesagt, den Innenhof können wir schnell säubern. Das wird natürlich ein bisschen einen Lärm machen. Und dann rechne ich damit, dass spätestens 5 Minuten die ersten 50 Leute von den Drachengardisten hier sind. Insgesamt 200 können sie aufbieten. Die kommen dann von Norden und von Süden, von Osten und von Westen, schließen uns ein. Ja, nutzt einen schönen Hinterhalt. Es bietet sich ja an. Schaut, wie stabil die Häuser sind. Vielleicht stürzt ihr eins ein. Gute Idee. Ich kenne mich mit den Alchemikern dann nicht so aus, aber nach der Lieferung hatte euer Savo mir noch das ein oder andere noch gesagt und kriegen wir schon hin. Ja, ich hab's auch nicht verstanden, aber er meinte, es wird helfen. So, dann warten wir mal, bis die anderen eintreffen. Ich würde mir auch irgendwo ein Fass suchen, das daneben stellen und mich hinsetzen. Hast du schon mal drin? Sie deutet mit dem Daumen hinter sich durch die Wand. Ja, ich vermeide Prior's Tempel, wenn immer möglich. Ah, gerade den solltest du auch meinen. Und Tote? Siechen und Gebeinhaus. Wir haben da so Kammern eingezogen. Da liegen links und rechts in so wie in der Bibliothek liegen die Leichname rum. Faulen und Modern. Hier sind die noch nicht eingewachst. Für die Untote, ich hatte das mal gesehen, dass die Echsen noch nicht da waren. Die haben sogar nicht nur nicht eingewachst, sondern auch so mit Honig vorher eingerieben. Dann riechen die gut. So ein Schwachsinn. Ja, sind alles Feiglinge. Können dem, was sie tun, nicht ins Auge blicken. Die Leute haben sich ganz schön schnell abgefunden mit diesen kalten Alrex. Ich erinnere mich noch, die Schlacht war schon jetzt einige Jahre her, aber als Yol'Gurmak noch nicht Yol'Gurmak war, sondern Ysilia, da kam sie zum ersten Mal. Da haben wir Augen gemacht. Ja, damals war ich noch im Süden. Da ist alles schön und lebendig. Schlägst ihm die Hand ab und scheint ihn nicht zu kümmern. Jeder andere würde aufschreien, aber da geht der Streich mit dem Schwert einfach weiter. Als ob sie es nie nicht kümmert. Beide und Armbrüste prallen an ihn ab. Aber sie sind keine guten Kämpfer. Nee, aber in Masse machen sie schon Probleme. Ja, sie halten viel aus, aber... Vor allem schüchtern sie die Moral ein. Das ist das größte Problem. Ja, wenn man mit Bauern und Ähnlichem kämpft, ist das schnell ein Problem, das ist richtig. Gestandene Männer und Frauen können das schon aushalten. Wenn du da reingehst, sie deutet dann einmal mit dem Fuß, tritt sie so ein bisschen durch die Luft da auf die andere Seite. Die Orks sind beherrscht, sie kämpfen alle auf einen Willen, auf einen
Vielleicht nicht ganz wie ein Schwarm, aber wie ein Wesen. Sie umzingeln. Das werden wir nutzen können. Bin mal sehr gespannt. Es muss, wie gesagt, dadurch sehr schnell gehen. Wir können uns da keinen Zeitverlust kaufen, denn wir müssen, wie gesagt, nach oben und unten, nach Osten und Westen, müssen wir die Straße wieder absperren und dann den Paias-Tempel so halten. Gerade wenn im Inneren auch noch die ganzen Untoten liegen, die müssen wir vorher noch wegmachen, bevor wir uns da verbarrikadieren. Das ist richtig. Ich hoffe, du hast selber für Nahrung und alles Nötige gesorgt. Wenn die nach 2 Tagen nicht auftauchen, haben wir ein Problem. Ja, bisschen Hunger schadet ja nicht. Sag das den Bailunkern. Die kennen das nicht anders. Siehst du, die sind schon dran gewöhnt. Die werden ziemlich fluchen. So vergeht die Zeit. Irgendwann habt ihr eure Sachen gepackt. Isaron und Abelmir haben die letzten Studien abgeschlossen, sind mit dem Buch noch nicht ganz fertig geworden, aber können oder müssen es dann vor allem auf das Drängen von Jalan und Boltax zuklappen. Und so rumpelt ihr los. Die Sonne unter dem toten Wetter ist sowieso nicht mehr zu erkennen, aber es ist dunkler geworden. Nur noch das Licht der künstlichen Fackeln erhellt alles in einem rauchigen und rußigen Weiß. Dann wollen wir mal hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Götter sind mit uns. Es wird funktionieren. Jetzt geht's. Hatten wir ein Signal ausgemacht? Nun, Rafim? Überlass mir die Ehre. Ja, das freut mich. Meine Güte, wir stürmen da rein und bringen die alle um. Was braucht ihr für ein Signal? Ich denke, das werden alle merken. Koriana, sind deine Männer bereit? Und deine Frauen natürlich. Wir warten. Sie deutet durch die Gasse auf verschiedene Leute, die du erkennen kannst. Die Söldner haben sich wohl auch graue Gewandungen angelegt, bereit für den Straßenkampf. Keine Wappen mehr von irgendwelchem verlorenen Fähnlein, aber du kannst zumindest die tapferen 50 erkennen, die da wohl herausstechen aus der Masse. Die anderen Bauern verschwinden so ein bisschen. Na dann werde ich mal Kor unseren Beistand erbitten. Kor, unser mitleidloser Herr, heute bieten wir dir ein weiteres Opfer. Die Feinde, die du erwählt hast, werden fallen. Sie werden knien, sie werden brennen. Denn bis zum allerletzten werden wir marschieren. Über ihre Gräber, über untoten Knochen. Die Männer und Frauen hier, sie sind deine Kinder, deine Söhne, deine Töchter. Und wer sich ihnen in den Weg stellt, den erwartet ihren Untergang. Und jetzt lasst uns töten für Kor. Und dann marschiere ich auf die Ork, den ersten Ork, zu den ich sehe und möchte ihn angreifen. Los! Okay, gehen wir in die Initiative. Ihr dürft vollorientiert starten. Und dann würfel ich einfach nochmal die Trolle aus. Grüler. Dann könnt ihr euch auf das Inni-Brett legen. Erst vollorientiert bin ich nur bei der 18. Oh. So das? Wenn ich mit dem Startkorb und dem Schild unterwegs bin, da geht der Inni-Bonus von meinem Typen natürlich nicht rein. Wollt orientiert das heute 6, wie 6 4 und 6, oder? Ach, das sind 19, ich habe gar keine 4er Behinderung mehr, sorry. Ich bin nur noch die 3er. Weil ich ja jetzt legit bin. Aber wieso hast du dann so eine miese Inni? Wie gesagt, naja, 3 Punkte gehen von der Rüstung runter.
Ja, da verliere ich einen. Okay, das macht schon mal einen Unterschied. Hast du denn alle Vorteile? Dann habe ich gar keine Sonderfertigkeiten, ja. Naja, meine ich. Ich habe in den 16er in die Maus drinstehen. Okay, gemeinsam mit euren Söldnern vom Feenlein könnt ihr euch ohne Probleme durch die Orks schneiden. Ihr könnt allerdings erkennen, wie sie allesamt dann auf einen unsichtbaren Befehl hin gleichzeitig rucken, gleichzeitig ihre Waffen nehmen, die Wachen an der Höhlen, an dem Spalt direkt, reißen ihre Schilde hoch und ihr könnt darauf die Zeichen erkennen, die Asavo schon für euch übersetzt hatte, mit diesen wohl magiebannenden Schilden, tierhafte Symbole darauf von einem Stier, von irgendwelchen toten Räten der Orks. Ihr kennt euch mit den Orks selber so nicht ganz aus. Nur Jalan hat einige verklärte Dinge aus seiner Ritterschaft, aus seiner Knappschaft zu erzählen. Ist aber schon viel zu lange her, wenn man mal den Orkensturm vernachlässigt. Und dann, nachdem die Bauern und die Söldner weiterhin schlachten, irgendwelchen Orks und Goblins nachlaufen, könnt ihr dann in den Spalt vordringen und erblickt dann vor euch die Trollin Gryla, die mit einer riesigen Spitzhacke rostig und schartig in den Wänden steht, hat sich wohl mittlerweile schon umgedreht. Ihr könnt ein purpurnes, dämonisches Funkeln und Leuchten aus ihren Augen erkennen und seht, wie sie euch den Eingang in die hinteren Spalte und Risse versperrt. Irgendwo dort rauscht es wohl und ihr könnt Wasser sehen. Hören. Gryla fängt an, sie bleibt stehen und funkelt. Orientiert sich, ich muss gerade mal schauen, was habe ich gewürfelt? 2 plus 12, das heißt, sie geht auf die 16. Hilft dir leider gar nicht. Nee, gar nicht. Sie geht maximal orientiert auf die 18. So rum. Plus 6. Hilft dir ein bisschen. Gut, Baltax. Ja, ich würde logischerweise natürlich nach vorne gehen. Also ja, Aktion, Position. Mit den anderen. Ich nehme mal an, dass die Größe 1:1 ist, nicht wahr? Genau. Okay,